sechsten Livestream hier von der Nürnberger Spielwarenmesse. Es ist 14.10 Uhr. Ich hoffe, Sie sehen es uns nach, aber Sie haben es ja schon im Live-Bild gesehen. Wie es im Messebetrieb so üblich ist, es gibt die ein oder andere Verzögerung, aber es fällt nichts aus. So, 10 Minuten Verspätung. Wir sind besser als die Deutsche Bahn bei manchen Verbindungen. Und deswegen nehmen wir es sportlich und noch rechtzeitig vor der Kaffeepause. Sie können also jetzt, bevor Sie dann zum Kaffee trinken gehen, mit mir gemeinsam Tobias Lemke genießen und die vielen tollen Neuheiten sich anschauen, die er uns präsentieren wird. Und ich kann Ihnen versprechen, es sind ganz tolle Sachen dabei. Genau. Tobias, leg los. Es lohnt sich wieder mal bei uns zu sein. Ja. Schön, dass du da bist, Frank. Zu Hause bzw. an den Zuschauern ein herzliches Willkommen bei uns am Hobbytrain Lemke-Stand. Wir werden jetzt die Neuheiten durchgehen im Schnelldurchlauf, aber wir lassen uns Zeit, damit alles vernünftig und sauber abläuft. Ja. Genau. Okay. Und zwar werden wir anfangen mit unserem Lieblingsthema. Wir sind Vectron mit der Vectron. Also, die erste Neuheit ist eine Vectron. Da ist sie. Allerdings als Handmuster. Als Handmuster, als ultimativen Prototypen. Den haben wir noch kurz vor der Messe fertig gemacht. Und zwar, das ist ein sogenannter Hybrid-Lock. Die nennt sich Dual-Mode in Spur N von Hobbytrain. Hat dann den Vorteil der Diesel-Lock und des elektronischen Antriebs. Auch entsprechend zeitgemäß und umweltgerecht wird diese Lok im Original in Quartal 3 2019 auf den Markt kommen. Und wir werden zeitgleich mit dieser Lok ebenfalls starten. Und wie gesagt, ein Hybrid bedeutet Dieselmotor und Elektrik. Also es ist auf jeden Fall eine Formneuheit. Im Vergleich zu den anderen Modellen, Vectron-Modellen, die wir vorher gemacht haben. Ich denke, das ist ein sehr attraktives Modell und auch sicherlich viele Freunde auf der Anlage finden. Wollte noch mal dazu sagen, liebe Zuschauer, ich hatte es vorhin vergessen in der Anmoderation. Es ist besonders für die N-Bahner. Unheimlich viel dabei heute hier. Und ich habe manchmal Post bekommen, ja, mach doch mal mit N, wir sind immer so vernachlässigt. Tobias steht dafür hier, dass also für die N-Bahn heute ein richtiges Feuerwerk abgebrannt wird. Definitiv. Kommen wir zur nächsten. Definitiv. Also wir bleiben noch kurz bei der Vectron, weil wir haben auch schöne neue Vectron-Neuheiten im Bereich Diesel-Lok und E-Lok. Und zwar wunderschöne Designvarianten, wie zum Beispiel die Nightpiercer. Das ist auch meine Lieblingslok optisch in diesem Jahr. Die ist wunderschön gelungen. Und dann haben wir ja noch... Da sieht man es im Bild. Also ein sehr schönes Design. Im letzten Jahr gab es ja schon die SBB Vectron, die auch ein wunderschönes Design hatte. Und die kommen jetzt halt mit diesen klanghaften neuen Namen wie Nightpiercer um die Ecke. Das bringt nochmal zusätzlich diese Emotionen mit. Des Weiteren haben wir dann in dem Diesel-Lok-Bereich eine sehr schöne IC-Design-Studio, die wir auch schon mal im E-Lok-Bereich sehr gut verkauft haben und ist einfach ein hübsches Modell. Moment, wir haben eine falsche Lok eingeblendet. Nee, das war richtig. War richtig. Ja, alles gut, war richtig. Ja. Und wie immer bei uns gibt es die Loks dann entsprechend analog und mit Sound. Mit Sound. Richtig. Was heißt jetzt Design-Studio? Designstudie heißt, dass es dieses Modell im Original eigentlich gar nicht gibt, aber es ist entwickelt worden von unserem Mitarbeiter Sven Franz und wir haben ihm zuliebe diese Lok entsprechend Sven genannt. Okay. Und wie gesagt, die Leute mögen es und es muss nicht immer alles 100% original sein. Erlaubt ist, was gefällt und das ist einfach ein schönes Design, das IC-Design. Guter Satz, den merke ich mir gerade mal. Erlaubt ist alles, was gefällt. Die nächste Neuheit wäre? Die nächste Neuheit ist ein Flixtrain. Ja. Den Flixtrain kann man ja eigentlich heutzutage gar nicht mehr wegdenken. Sehr aktuell. Nicht nur auf der Straße, sondern auch auf der Schiene, hochaktuell in dem schönen Flixtrain Grün. Ein Taurus-Modell, das wir haben und wir machen in Kooperation mit Arnold zusammen ein wunderschönes Set, damit der Zug eben in der ganzen Länge auf der heimischen Anlage dargestellt werden kann.
ebenfalls auch als analog und mit Sound. Soundmodell, genau. Das ist, denke ich, ja schon fast Standard heutzutage, denn machen, was anderes kann gar nicht sein. Du hattest gerade erwähnt, dazu gibt es auch den passenden Flixtrain-Bus. Richtig. Ich weiß nicht, ob man jetzt einspielen können, aber jeder weiß, auf der Autobahn oder welche Dinge aussehen. Ja. Also passend, wenn also einer einen Flixtrain-Zug hat, kann er sich auch einen Flixtrain-Bus an den Bahnhof stellen. Richtig. Passt also. Genau, das sind die Setra-Busse, S431 heißen die, und die machen wir auch in verschiedenen anderen Designvarianten. Aber dieses grüne Flixbus-Logo, das ist einfach... Wir haben ihn. Da gefunden. Gibt es sogar in zwei Varianten, sehe ich. Ja. Also prima, danke von den Kollegen im Hintergrund hier ganz fleißig arbeiten, um uns die Bilder noch mit einzuspielen. Wie gesagt, alles live und in Farbe, also kann das auch mal ein bisschen noch verzögert gehen, aber genau, wir zeigen alles noch. So, weiter geht's im Reigen. Wir haben eine unserer Lieblingslizenzobjekte, CIWL. Ich ahne. Ja, wir kommen nicht drum herum. Ja, CIWL ist einfach ein tolles Thema, es ist ein nostalgisches Thema, es weckt eben diese Emotionen, die wir auch verkaufen möchten. Und der Erfolg gibt uns auch recht. In H0 und in Spur N haben wir eine tolle, haben wir schöne, das ist jetzt auch alles noch Prototyp. Aber man sieht eben die filigranen Dachträger, man sieht einfach die Teakholz-Optik, die haben wir sehr schön umgesetzt. Und das ist im Grunde ein Set, was einen komplett neuen Wagen hat, nämlich den länglichen Gepäckwagen. Den hat es vorher noch nicht gegeben. Das ist ein Vierachs-Gepäckwagen. Und der CIWL-Zug hat die Strecke Wien-Nizza-Cannes, ist ja die gefahren. Und Epoche 1. Und wird dann auch im Laufe des Jahres, im Sommer wird er kommen. Wir haben gerade noch mal diese wunderschöne Detaillierung ganz kurz gesehen. Können wir es noch mal bitte haben? Lassen wir noch mal drauf. Also man kann jetzt schon erkennen, dass es also auch von der Beschriftung her und so weiter sehr wunderschön und filigran aussieht. Heute wäre das, glaube ich, nicht mehr möglich, mit Teakholz zu bauen. Nein, unmöglich. Und auch aus umwelttechnischen Gründen werden wir wahrscheinlich ein bisschen schief angeguckt. Aber wir machen es deswegen als Modell. Und wir haben auch bei den Modellen haben wir sehr filigrane EDS-Logos. Also das CIWL-Logo ist ein EDS-Teil, ein Metallteil, was zusätzlich noch die Wertigkeit von so einem Modell unterstreichen kann. Alter. So, das, wie gesagt, zu diesem Fahrzeugset. Wir kommen zur nächsten Neuheit. Warten wir gerade aufs Bild. Aber wir können schon anfangen zu sprechen. Flachwagen. Der Flachwagen, den gibt es auch als TWA Bild. 800. Genau. Okay. Ist ein Wagen, den wir vielfachen Kundenwunsch produziert haben oder produzieren werden. Das ist ein Standard-Transportwagen, der für viele Kfz-Möglichkeiten genutzt werden kann. Der wird im Bereich Bundeswehr, Baugeräte, Landwirtschaft und so weiter verwendet. Wie man auch schon auf dem Bild oben sieht, ist offensichtlich ein Wagen, den sich viele Kunden gewünscht haben, und dem Wunsch sind wir nachgekommen. Und es ist jetzt schon ein kleiner Klassiker eigentlich. Kann man überall einsetzen. Ja, sicherlich. Man sieht es ja auch heutzutage viel auf den Gleisen fahren. Ja. Man muss dazu sagen, das ist jetzt noch ein Prototyp oder ein Handmuster, wie man so schön sagt, zwar auf dem Papier. Wann werden die kommen? Ja, die kommen. Ich denke mal, dass wir zum Ende des Jahres auf jeden Fall ein serienfertiges Muster haben. Und ich denke, Spielwarenmesse nächstes Jahr spätestens. Gut. Ist ja auch völlig in Ordnung. Weil ich höre immer die Fragen, oder man kriegt dann immer die Fragen geschickt, ja, du hast ja nicht gefragt, wann das kommt, hätten wir gern. Wollte ich dich jetzt nicht in die Enge jagen, aber es ist okay. Wir sind ja noch in Entwicklung mit dem Wagen, aber die N-Bahner können sich darauf freuen, dass dieses Definitiv. Modell kommt. So. Es ist halt so, gerade Neuheiten brauchen in der Regel 1 bis 1,5 Jahre, um wirklich komplett fertig zu sein. Und das ist so eine Karenzzeit, die muss man uns einfach zugestehen. Und verschiedene Faktoren spielen da immer eine Rolle, aber wir versuchen natürlich so schnell wie möglich zu arbeiten. So, kommen wir zur nächsten Neuheit. Das wäre? Bin ich schon wieder zu schnell? Nein, aber wir haben, wenn wir da hinten durchgucken, ich weiß nicht, ob man das sieht. Nein, man sieht, nein, es, man nicht, sieht es nicht. Aber sag es. Aber wir sagen es. Und zwar, der ICE4 begleitet uns ja schon seit dem letzten Jahr. Wir haben ihn letztes Jahr angekündigt. Ja. Und von Kato immer noch ein absolutes Highlight. Und ich möchte auch nicht versäumen, den Zuschauern zu verkünden, dass wir dieses Modell in
im Frühjahr, im Mai höchstwahrscheinlich ausliefern können. Wir haben jetzt schon einen Prototypen. Ja, da ist er. Der ist sogar schon betriebsfähig. Das heißt, die Lackierung, die muss jetzt noch optimiert werden. Aber man sieht schon mal, wo die Reise hingeht. Und es wird ein ganz tolles Modell. Und dieses Modell wird auch mit einem speziellen Decoder-System digitalisiert werden können. Ja, sieht schon mal sehr schön und sehr vielversprechend aus. Und ich kann mir schon vorstellen, dass viele N-Bahner unendlich schon lange darauf gewartet haben, dass es endlich soweit ist. Man sieht, liebe Zuschauer, es dauert nicht mehr lange. Mit Sicherheit nicht. Ja. Dazu muss man sagen, dass wir hier auch einen wirklich attraktiven Preis machen konnten, weil wir haben zwei Sets, das muss man noch dazu sagen, das siebenteilige Set, das Grundset, und es gibt ein fünfteiliges Ergänzungsset, je nachdem, was man eben auf der Anlage zu Hause abbilden kann. Aber wir wollen natürlich jederzeit die Möglichkeit geben, die Baureihe 412, weil 12 Wagen, abbilden zu können. Aber eben auch für die kleinere Anlage ist das siebenteilige Set wunderbar geeignet. Also Kurzvariante, Langvariante, je nach Herzenswunsch. Wir kommen zur nächsten Neuheitenvorstellung. Das wäre was? Das Krokodil. Kennen alle? Krokodil ist doch nicht neu. Kennen alle? Nee, ist wirklich nicht neu, aber das ist neu. Und zwar, wir haben ja im letzten Jahr von Jägerndorfer oder in Kooperation mit Jägerndorfer schon dieses Modell vorgestellt. Dieses Modell kommt wieder von Jägerndorfer natürlich und ist die E89 mit dem Reichsadler, wir nennen das Hoheitszeichen. Das ist eine Variante, die hat es noch nicht gegeben. Ein sehr filigranes Modell, wie man sehen kann, tolle Pantographen. Und wir werden hier auch, oder es wird hier der Motor überarbeitet und wir werden hier wirklich ein Topmodell auf die Schienen bekommen. Als Analog- und als Soundvariante komplett überarbeitet. Das kann ich mir schon sehr, sehr lebhaft vorstellen und ich bin immer wieder erstaunt. Je kleiner die Maschinen werden, aber sie stehen im Grunde genommen in etwas größeren Spurweiten in der Detaillierung und in der Formgebung nichts mehr hinterher. Ich kann mich erinnern, vor 10, 15 Jahren sahen N-Modelle noch recht schlicht und bescheiden aus. Aber was jetzt möglich ist, das ist schon unglaublich. Ja, man sieht ja auch, die technischen Möglichkeiten, die gehen wirklich so weit. Es ist möglich, kleinste Nieten nachzubilden, selbst im 1 zu 160 Bereich, wo es wirklich, wirklich teilweise eng wird. Und heutzutage ist es einfach machbar und möglich. Und das wollen wir natürlich den Modellbahnern auch nicht vorenthalten, was wir können. Oder was Jägerndorfer können oder eben alle unsere Marken, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich wollte jetzt nur noch mal ergänzen, liebe Zuschauer, das ist Spur N, ja? Also nicht Spur 1 oder sowas gewesen. Alles ist klar. Naja, also muss man noch mal ergänzen. So, dann geht es weiter in den Neuheiten rein. Wir kommen zu den Minis. Ja. Minis sind, wie Sie alle wissen, unsere tollen Automodelle. Genau. Wir ergänzen dieses Programm durch einen Mobilbagger von Liebherr. Da ist er. Da ist er. Und ist eine Formneuheit. Und zwar das Interessante daran, wir haben kurz vor der Messe, haben wir punktuell spezielle Modelle rausgesucht und die auf, im Internet über die sozialen Medien schon mal vorgestellt. Wir hatten noch nie ein derart großes Feedback wie zu diesem Mobilbagger-Modell. Also wir haben da wirklich den Nerv getroffen und ich muss auch sagen, wir sind in den letzten Jahren auch vielfach darauf gestoßen worden, dass man dieses Modell doch mal bringen könnte. Liegt auch sicherlich daran, dass es eine sehr einmalige Sache ist, denn so oft habe ich das in N eigentlich überhaupt noch nicht gesehen. Das ist ja der Grund. Aber wir müssen und können in N viel variabler sein und wir versuchen da auch so ein bisschen nach vorne zu gehen und eben auch die Kundenwünsche zu vervollständigen, zu verwirklichen. Und ich glaube, das wird uns mit diesem Liebherr-Mobilbagger auf jeden Fall gelingen. Also ich glaube auch, das ist also sicherlich so ein Nerv, den ihr getroffen habt, den Modellbahner schon lange gewünscht hat. Richtig. Nächste Neuheit. Wir kommen jetzt einfach mal zu H0, weil wir machen ja auch H0-Modelle, wie jeder weiß. Und wir haben hier eine sehr interessante... Du wolltest die H0-Freunde jetzt nicht ganz verschrecken. Nein, so. Nein. Ich meine, das sind ja auch Modellbahnen H0er da und das nicht zu knapp. Ja. Und deswegen wollen wir uns auch nicht verkneifen, dass wir mit Hellian die Maglock neu bringen. Das ist eine Formneuheit. Mhm.
Das ist eine sehr interessante Diesellok. Da ist er. Mit dem KBE-Logo. Und das ist so eine klassische, das ist jetzt auch ein Handmuster, das ist so eine klassische Diesellok, die in ganz Europa gefahren ist und die viele Fans hat auch. Also da haben wir sehr viel Zuspruch schon bekommen für diese Lok. Erstaunlich für mich ist immer wieder bei den ganzen Designs, dass die alle so in den einzelnen Jahren sich so ein bisschen ähneln. Das sieht so aus wie eine V60, aber es ist keine. Also eine Erinnerung an V60 hat sie. Eine Größe, ja, ein bisschen größer halt. Ne? Ja. Okay. Gewachsen. Das nächste H0 Highlight wäre? Wir haben hier ein, was haben wir denn? Den Nightjet haben wir jetzt. Bist du schon mal damit gefahren? Leider noch gar nicht, aber ich finde, es ist ein Phänomen. Nightjet und Railjet sind für mich wirklich Phänomene, weil sowohl in Spur N als auch in A0 sind das einfach Sets, die unfassbar beliebt und begehrt sind. Und wir haben hier die Möglichkeit, das Privileg in Anführungsstrichen, mit LS-Models einen Partner zu haben, der wirklich tolle Wagen macht, qualitativ absolut hochwertig. Die Drucke sind suchen seinesgleichen. Und wir haben hier ein tolles sechsteiliges Set in H0 von LS. Und ein ähnliches Set bieten wir auch in Spur N an. Das haben wir im letzten Jahr schon ausgeliefert. Also wer noch keins hat, nicht so lange warten, weil diese Sets sind in der Regel relativ schnell ausverkauft. Und wenn man mal die Kombination sieht, da haben wir es, den Nightjet und dann das sechsteilige Wagenset mit dem Doppelstockwagen, ein unheimlich beliebter Wagen. Das sieht einfach toll aus auf der Anlage. Was mich immer ein bisschen wundert, ich meine, wir können ja auch mal aus der heutigen Zeit plaudern, dass die Deutsche Bahn vor knapp 2 Jahren dieses Produkt, wie Sie immer sagen, aus Ihrem Programm genommen haben, weil Sie gesagt haben, es lohnt sich nicht. Und die Österreicher schlagen zu und fahren verstärkt Nachtzüge. Kann man nicht verstehen, muss man nicht verstehen, aber zumindest freut sich die ÖBB, diese Züge anbieten zu können. Und Modellbahner freut sich über die schönen Modelle. Definitiv. Also die ÖBB scheint da wirklich was richtig zu machen. Designtechnisch ist man da ganz weit vorne und das ist bestimmt auch ein Grund, weswegen die so beliebt sind. Ja. So, damit zum Nightjet und wir kommen jetzt, H0E. H0E, H0M, Schmalspur. Genau. Schmalspur ist ein Thema, haben wir bisher noch nicht so häufig angeschnitten. Umso schöner finde ich es, dass wir jetzt endlich ein sehr schönes Muster, das ist gestern oder heute gekommen, auch präsentieren können. Die Zugspitzbahn, da haben wir sie im Bild. Ist aktuell immer noch unterwegs, also es ist quasi eine Touristenbahn, die auch schon seit Ewigkeiten fährt und aus unserer Sicht auch Zeug zu einem Liebhaberobjekt hat. Und die wird in dem Zustand jetzt noch kurz überarbeitet, aber wir sind in der Lage, die dann höchstwahrscheinlich im Frühjahr, Sommer ausliefern zu können. Ich denke auch, wer also Bergstrecken betreibt, und das ist ja komischerweise auf Anlagen sehr häufig, dass man also Bergstrecken jede sieht Anlage und Gebirge, genau, richtig. Dann ist doch so eine Anlage, genau, also so ein Fahrzeug und so ein Zug genau das Richtige. Auf jeden Fall. Also für die Touristen ist es auf jeden Fall ein Highlight, mit denen zu fahren. Und auch so ist es einfach eine optisch schöne Bahn in diesem schönen bavarischen Blau-Weiß. Einfach nur ein Hingucker. Und ich bin stolz und froh, in diesem Zug schon gesessen zu haben. Und ihr habt jetzt gesagt, ja. Okay. Ja, vielleicht machen wir mal den Trip. Machen den Trip mal zusammen, lieber Tobias. Auf die Zugspitze hoch. Wir fahren mal zusammen auf die Zugspitze. Genau, Schnee liegt ja gerade genug. Ja. Vielleicht schaffen wir das noch nach der Messe. Das können wir natürlich probieren. Alles gut. Ja, das, Tobias, das sind wir jetzt durch. Ja, ich freue mich. Nee, es ist schön. Also es ist, Messe ist jedes Mal wieder aufregend. Es ist immer wieder lange Vorbereitungszeit, harte Jahre, die da an Arbeit drin stecken. Aber es lohnt sich immer wieder. Der Zuspruch gibt uns recht. Und wir sind guter Dinge für nächstes Jahr. Und ich freue mich, wenn wir uns nächstes Jahr auch wiedersehen. Ja, erstmal jetzt nach der Messe fahren wir auf die Zugspitze. Richtig. In Hefeweizen trinken und dann ist alles gut. Richtig. Also, liebe Zuschauer. Das waren die Neuheiten von Lemke. Ich danke Tobias dir nochmal ganz herzlich dafür, auch wenn wir jetzt ein bisschen Hektik hatten, aber irgendwie schaffen wir das schon. Es soll auch den Eindruck vermitteln, es geht ein bisschen hektisch zu hier auf der Messe. Alles gut. Das war unser Livestream von Lemke, liebe Zuschauer. In einer Stunde, nein, nicht in einer Stunde,
muss mal auf die Uhr gucken. In einer halben Stunde geht es schon weiter. Ich hoffe, wir schaffen den Umbau rechtzeitig. Freuen Sie sich drauf. In einer halben Stunde sehen wir uns wieder. Bis dahin, Ihr Frank Puttig.